Ich schlief diese Nacht zum ersten Mal ein wenig hier, weil... Ach, nein. Ich darf mich nicht zu dem Unrecht verführen lassen, dies mit einem kleinen Weilsatz abzutun. Es war ja doch größer. Ich lag, die Augen und das Gesicht überhaupt von meinem Arm verdeckt. Lange schon und so wie jedes Mal irgendwelche sinnlose, nein, zusammenhanglose Worte in mich hineindenkend. Zum Beispiel Stein. Es ist dies eine Methode, ganz und richtig, das Wort Stein auszudenken, bis es in einem wie etwas Schweres ist. Und wenn man dies so weit hat, dass irgendeine Stelle in einem davon abgedeckt ist, dann kommt ein anderes, eventuell Blume. Nicht eine bestimmte Art von Blumen, das führte zu weit und könnte einen zerstreuen, aber einfach Blume, bis wieder etwas seinen Raum dazu hergab. Denn eine Blume muss Raum haben, aus dem sie aufblühen kann. Und so geht es dann weiter. Wenn man eine ganze Nacht bis zum Morgen dafür hergenommen hat, dann ist es möglich, dass man schließlich gerade, wenn die Weckglocke aufschrillt, so weit ist, dass man innen keine leere Stelle mehr hat und so schwer geworden ist, dass man einschlafen könnte. Überzeugt, dass es wieder so würde, trieb ich also langsam, langsam auf diese wachsende Schwere zu. Es ist mir jetzt noch völlig ungewiss, dass dann wirklich Schlaf war. Möglich, dass es beides war. Tiefster Schlaf und schärfstes Wachen. Lange fort hatte ich nur das Gefühl, auf Wellen zu treiben. Aber nicht etwa mit dem bloßen Leib, sondern so, wie ich war. Mit dem weiß gestrichenen, da und dort schon abgeblätterten Gitterbett. Ja, ich konnte es deutlich immerfort, die durch allerlei Malflecken eigentümlich verunstaltete Bettdecke mit den eingewebten Aufschriften Landeswohltätigkeitsanstalt wahrnehmen. Daraus entstand dann vielleicht auch immer mehr das Empfinden einer Wohltat entgegenzutreiben und nur die Furcht, dauernd von etwas angestarrt zu werden, hielt mich davon ab, die Wohltat ganz zu genießen. Das weitere Stück der Nacht blieb mir dann heil und ich verschlief es bis zum Lärm der Morgenglocke, welche mich durch jeden Knochen zu schlagen schien.